Servus Leute, im heutigen Video gibt es mal kein Gameplay, sondern es geht um den Flea Market, Verkaufen im Flea Market und Stash Management. Ihr seht ja immer bloß, was ich onstream mache, wie ich da meinen Stash zumüll, wie einige schon bemerkt haben. Und offstream, ja, das zeige ich euch ja nicht, wenn ich da aufräume und verkaufe. Und ich will euch einfach mal mein System hier dahinter erklären, wie ich verkaufe und wie ich an die Sache rangehe, um das Ganze möglichst effizient zu gestalten. Und vielleicht könnt ihr ja da ein bisschen was mitnehmen. Ihr kennt es vielleicht von euch oder vielleicht von Teammates, die ewig im Stash brauchen. Den könnt ihr ja vielleicht das Video dann mal zeigen. Und ja, das sind einfach ein paar Tipps, die ich euch dazu mit auf den Weg geben will. Viel Spaß mit dem Guide. So, willkommen in meinem Stash und wie er aussieht, wenn ich einen Stream beendet habe. Und ja, ihr seht es hier drüben, ist erstmal alles zugemüllt. Und ja, da landet letzten Endes alles, was ich direkt zum Trader verkaufe, bis auf ein paar Ausnahmen. Ich werde jetzt nicht auf jedes Item einzeln eingehen. Ich werde euch kurz mein System erklären und meine Philosophie dahinter und wie ich dann das Ganze verkaufe. Sonst wird das alles viel zu lang, wenn ich da auf Items einzeln eingehe. Also, meine Philosophie ist mehr. Weniger Boxen bedeutet, man hebt weniger auf und letzten Endes nur das, was man ja auch wirklich braucht. Ich habe im Moment einen Thick Item Case und ja, da ist im Moment alles drin. Ein Haufen Kappa-Items noch und Magazine Cases, zwei Stück. Und Magazine und alles, was ich halt so ein bisschen aufheben will. Wie zum Beispiel diese Caps für den Daily. Und ansonsten alles andere mit Gear voll, also mit Rüstung und Helmen, die ich aufhebe. Und hier unten geht es dann weiter mit dem Gear. Und alles andere, der ganze andere Platz ist letzten Endes belegt mit Sachen, die ich während dem Stream gefunden habe, die ich verkaufe. Dann habe ich noch zwei Junkboxes. Hier oben ist schon meine Ersatz-Junkbox. Das ist eigentlich die, die ich habe, um Sachen aufzuheben. Wir wechseln das mal kurz. Die, die ich zum Verkaufen habe, die ist nämlich voll. Kommt normalerweise hier hoch. Und da kommt auch schon der erste Trick. Mit Bild auf und Bild ab springt dir vom Stash nach oben, nach unten und umgekehrt. Das ist eine sehr, sehr praktische Taste. Benutze ich auch noch nicht so lange, aber sehr zu empfehlen. Ne? Bild auf, Bild ab, um im Stash von oben nach unten zu springen. Werkzeug. Und dann haben wir hier oben die Sell Junk Box. Ne? Die wird gefüllt während des Streams. Und wenn ich keinen Platz mehr habe, dann nehme ich unten die Keep Junkbox Sachen, die ich eigentlich aufheben will, und mache die auch noch voll, und das reicht für gewöhnlich für einen Stream. Dann habe ich hier mein Med Case. Je nachdem verkaufen wir da auch ein paar Sachen raus, wenn es zu voll ist, und dann habe ich hier meine Granatenboxen. Da verkaufe ich auch ein paar Granaten wie die M67er und sowas raus. Außerdem hier mein Essen, Money, ne? Ist klar. Hier unten dann hat man schon Thickers. Hier kommen ins Weapon Thick Case kommen Gegenstände, hier Waffenattachments und ja, so Flares und sowas. Außerdem, ich finde es immer sehr praktisch, wenn natürlich so Sachen wie Ammo-Boxen oder so nicht in einer anderen Box drin sind, sondern offen zugänglich. Jede Box, die offen zugänglich ist, ist praktisch, ne? Und wenn es in einer anderen Box drin liegt, ist es immer ein Extra-Klick. Deswegen Ammo habe ich hier unten mich dazu entschieden, das offen liegen zu lassen. Und ansonsten relativ wenig Boxen. Man kann natürlich noch mehr Thick Item Cases nehmen. Ich werde mir noch ein Thick Item Case zulegen, um noch ein bisschen mehr Gear zu storen. Und hier oben ein Thick Item Case für rein Mets. Dann ist mein Stash komplett ausgebaut. Mehr will ich gar nicht, weil umso mehr Thick Item Cases ich habe, umso mehr hebe ich auf. Und jedes Case, das ihr habt, belegt auch wieder Platz im eigentlichen Stash. Und dieser Platz hier im eigentlichen Stash ist wirklich, das ist der Platz, der wirklich viel wert ist. Weil der ist direkt zugänglich und umso mehr ihr den zubaut, umso mehr Klicks braucht ihr, um letzten Endes euren Stash einzuräumen. Und dann wird es unpraktisch. Und dann dauert es immer länger, immer länger. Das heißt, da muss man sich selber ein bisschen limitieren. Ich weiß, das macht mega Bock, da hier zu bauen. Und hier dieses Case in das Case und das habe ich da. Und das letzten Endes wird es immer unpraktischer. Da müsst ihr euch selber mal ein bisschen Gedanken machen, wie viel Platz braucht ihr wirklich und wie teilt ihr euch das ein. Das bleibt jedem selbst überlassen. Bei mir ist es so, ich habe es immer, ja, hier oben 10x10 Felder frei, um da einfach ja Platz zu haben. Und dann kommen die Boxen. Oben am Rand auch ein paar Boxen. So hat sich das eingependelt über die Jahre bei mir. Da hat jeder so sein eigenes System und da will ich euch gar nicht reinreden. Ich erkläre euch nur bloß, warum ich das bei mir so mache. Und dann hier unten, ich schaue immer, dass hier gerade Linien sind. Ne? Bisschen der innere Monk, der muss befriedigt werden. Und dann kommen hier unten Backpacks, Westen. Westen würde ich gar nicht so viele aufheben, werde ich euch gleich zeigen. Weil die brauchen einfach Platz und in den Westen wirklich was aufheben, ist dann nochmal die Sache, das ist nicht zu empfehlen, weil, ja, das braucht einfach sehr viel Platz. Als erstes, wenn ich hier meinen Stash aufräume, ich bin gerade gestorben, ich schaue erstmal in die Versicherung, ob ich hier nicht ein Backpack habe
und auch irgendeine Rig, dass ich hier einfach ein bisschen Platz zum Auslagern habe. Das ist schon mal das Wichtigste. Dann klicken wir hier ein bisschen rüber. Machen die Westen frei. Und dann fangen wir erstmal das Verkaufen an. Und verkaufen alles. Halt, Moment. Vorher schauen wir natürlich noch, ob wir noch irgendwas für eine Daily brauchen. Ne? Hier, das ist hier Final Transfer. M67er, alles klar. Nehmen wir direkt. Zack, bevor wir die verkaufen. Die hätte ich vielleicht sogar verkauft. Und dann muss ich Smoke-Granaten finden. Okay. Wichtig, bevor man irgendwas verkauft, erstmal checken, ob man irgendwas für die Dailies braucht. Dann verkaufen wir. Wir fangen bei Therapist an. Die zahlt nämlich am besten. Und ich verkaufe hier mit meinem Makro, das zeige ich euch gleich nochmal. Moment, das kommt hier oben rein, das Relay. Immer ein bisschen im Kopf haben, ne, was kann verkauft werden. Zum Beispiel, ich zeige es euch mal kurz. Zwei Beispielgegenstände, die ich, wo ihr vielleicht wundert, warum verkaufe ich die an Trader oder verkaufe sie nicht im Flea Market? Man muss so sehen, im Flea Market, es kostet immer, man hat begrenzt Slots. Ich habe 3 Slots, normalerweise hat man 2 Slots. Und da jedes Item einzeln reinstellen, mehrere Klicks und es dauert. Es kostet Zeit, bis das verkauft wurde. Man muss warten. Deshalb der Einfachheit halber, eine Silicon Tube bringt 12.000 bei Therapist. Und im Flea Market wird sie sogar drunter verkauft. Deswegen, das passiert bei vielen Gegenständen. Genauso wie in CMS, ne? Hier, genau dasselbe. Wenn ihr das mit Gebühr reinstellt, zahlt ihr drauf. Deshalb, das sind so Gegenstände. Merkt euch die. Wie gesagt, ich kann nicht auf jeden Gegenstand einzeln eingehen, welche ihr an Trader verkauft und welche ihr vielleicht einfach direkt welche ihr in Flea Market verkauft und welche ihr direkt an Trader verkauft. Müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ihr könnt ja ein bisschen darauf achten, wie ich das mache, aber es wird unendlich lang, wenn ich jetzt hier wirklich auf jeden Gegenstand eingehe. Augmentin verkaufe ich dann direkt an Flea Market. Wir verkaufen hier nochmal alles, was an Rackman geht als nächstes. Erst immer Therapist, dann alles, was an Rackman geht. Und wie gesagt, Westen hebt nicht so viele auf. Die brauchen Platz, haut sie weg. Weg mit dem Zeug. Wegen mir, die kann man nachkaufen. Weg, 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 weg. Helme bringen immer ganz gut Geld. Braucht er nicht so aufheben, da macht er kaum Verlust. Bei Westen genau dasselbe. Verkauft sie. Platz ist Gold wert. Dann als nächstes bei Mechanic. Alle hier Waffen-Attachments und alles so, was ich verkaufen will. Zack, was ich nicht aufhebe, was ich nicht selber spiele, das bleibt wieder euch selber überlassen. Wollt ihr die aufheben, wollt ihr sie nicht aufheben. Aber zum Beispiel hier eine Mutant hebe ich auf. Aber alles andere. Ich habe hier schon eine MP7, ich habe hier 2 MP7. Weg. Schränkt euch selber ein. Haut's weg. Behaltet nicht zu viel. Es frisst alles Platz. Platz ist Gold wert und weniger ist mehr. Gut. Die Mutant-Thema auf. Und dann als nächstes gehen wir zu Peacekeeper. Da gehen alle so SSDs, SAS-Drives, hier Diaries und sowas. Das geht alles an Peacekeeper. Ist nämlich mehr wert in Dollar, als wenn man es an Fans verkauft. Und dann alles, was nicht geht, alles, was kaputt war, geht dann an Fans. Und denkt dran, haltet es einfach. Haltet es einfach. Und seid gnadenlos. Also, dann hier die Mutant-Thema natürlich auf. Dann machen wir halt noch hier das Magazin weg. Und den Griff, der wird eh ersetzt und den Griff und das Magazin verkaufen wir dann nochmal an Kernig normalerweise. So, zack, zack. Und dann hier die Augmentin-Dinger. Zack. Ganz oben hier Auto-Select Similar, ganz wichtig, ganz wichtiger Button. Wählt alles aus, was im Stash liegt, sehr praktisch und dann haut er die weg und passt. Dann macht er hier unten ein bisschen Ordnung, dann liegt hier noch ein bisschen BP-Ammo. Oder alles, was ihr noch so aufheben wollt, ist jetzt nicht so viel, beziehungsweise halt Ammo, Bets oder sonst was, was hier so rumliegt, was ihr vielleicht unterm Tag gekauft habt. Das ziehe ich erstmal rüber in meinen Rucksack und dann hier die 2 Ammo Repair Kits gehen auch noch auf den Flieg. Dann könnt ihr hier einfach mal das Geld hochklicken, einfach schon mal einräumen, dass ihr hier schon Platz habt. Und bevor wir dann weitermachen, will ich euch eine Sache zeigen. Und das ist mein Klick-Makro. Ihr seht, ich kann hier Sachen ganz schnell hin und her bewegen. Und es ist nicht, weil ich so schnell klicke, sondern ich habe ein Makro hier auf meiner DPI-Taste von der Maus. Und damit mache ich das. Und das zeige ich euch jetzt mal kurz hier für Logitech. Geht auch für andere Mäuse. Aber ja, das zeige ich euch kurz, wie man das einrichtet. So, wir sind hier in der Logitech-Software. Die läuft normalerweise hier unten in der Taskbar mit. Und ihr seht, ich habe eine G703 und da klickt man einfach mal drauf. Und mal sehen, wo sind hier die Buttons? Zuweisungen, genau. Also als erstes DPI. Ich spiele auf 800 DPI. Ich habe nichts anderes eingestellt, deswegen brauche ich den DPI-Switch nicht.
Und da kann man hier dann einzelne Zuweisungen, Tasten oder sonst was machen. Da kann man hier eine Makros, ein Makro erstellen. Das ist hier das Klick-Klick-Makro. Also, ich zeige euch das mal kurz. Ein neues Makro erstellen, dieses Makro benennen, Test, nennen wir es jetzt einfach mal. Wiederholung bei Halten, ganz wichtig, ihr haltet die Taste runter und dann klickt ihr einfach und dann startet man die Aufnahme. Und dann, ja, starten, nein, Aktion, Moment, Tasteneingabe aufzeichnen, so, genau. Klick, 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 Aufzeichnung beenden, okay. Und dann muss man hier die Verzögerung, hier Standardverzögerung verwenden, muss man rausmachen. Dann kann man hier dazwischen die Verzögerung einstellen und wir stellen die mal überall auf 2 Millisekunden. Ne? 2. So, also überall 2 Millisekunden dazwischen. So schnell kann kein Mensch klicken. Und dann geht man auf Speichern. Und dann hat man hier das Testmakro und kann das hier dann zuweisen. In dem Fall habe ich mein Klick-Klick-Makro schon. Das werde ich jetzt nicht ändern. Aber so erstellt man so ein Makro, zumindest bei Logitech. Wird in anderen Maus, in anderer Maus-Software auch gehen. Müsst ihr euch halt mal anschauen. Das findet ihr schon raus. Und das ist das Makro, das ich verwende, einfach um schnell Sachen hin und her zu ziehen. Gut, zurück im Stash. Jetzt kommen wir zum eigentlichen, und zwar zum Verkaufen. Und ich habe euch jetzt ja gerade das Klick-Makro gezeigt. Das ist dabei sehr, sehr hilfreich. Das könnt ihr immer einsetzen, also es ist bloß Klicken. Ihr kennt es ja, also zum Beispiel mit dem Klicken, je nachdem welchen Modifier man hält, zum Beispiel aus der Versicherung, ne? Als kleines Beispiel. Wenn man irgendwas aus der Versicherung direkt anziehen will, dann macht man da einfach ein Alt-Klick drauf. Alt-Klick, zack, und dann noch einen Helm dazu, zack, zack, und schon haben wir es an. Sehr praktisch, auch zur Versicherung ist gesagt, lasst es so lange wie möglich drin. Lasst es einfach so lange wie möglich drin. Ihr habt 4 Tage Zeit. 4 Tage Zeit, bis das ausheimt. Je nachdem, wie oft ihr spielt. Das ist für euch extra Platz, den ihr nicht im Stash verwenden müsst. Den ihr direkt von hier könnt ihr das Zeug wieder anziehen. Und ja, extrem praktisch. Und holt es bloß raus, wenn es dabei ist, auszutimen. So mache ich das immer. Ich spiele aber auch täglich. Den Rhythmus müsst ihr für euch selber rausfinden, wie ihr das genau macht. Gut, kommen wir zum Verkaufen. Und zwar haben wir hier den Sorting Table. Der ist sehr, sehr praktisch, weil man kann natürlich auch direkt aus der Box verkaufen, aber dann kann man nicht mehrere Gegenstände gleichzeitig auswählen. Wir nehmen mal kurz den Sorting Table und tauschen nochmal, so wie es vorher war. Also ich habe hier im Keep, das ist eigentlich meine Box, da hebe ich hier Wasserfilter, Kappa-Items, Fuel, Military Cables für Barter-Trades und so Zeug, LEDX nicht found in Raid, alles was ich da so habe, hebe ich da auf. Und die ist, die war jetzt normalerweise hier oben. So, und die Sellbox war hier unten. Dann ziehen wir die mal raus, weil die voll war. Und dann schauen wir, okay, was wollen wir verkaufen? Und wir wollen einfach mal alles verkaufen. Und das heißt, wir nehmen unser Makro, das Klick-Makro, halten Control, ziehen es rüber hier ins Sorting Table und dann machen wir das Ding leer. Machen wir das Ding leer, dass alles darüber kommt. Und da ist noch ein Military Cable dabei, das will ich aufheben, weil ich es eigentlich für einen Barter Trade mache. Hin und wieder ist was Falsches drin, was hier eigentlich gar nicht reingehört, wie da zum Beispiel ein Doctech. Keine Ahnung, wie das da gelandet ist. Aber hey, das verkauft man dann einfach nicht und räumt es danach wieder richtig ein. So, und schon ist die Box leer. Schon ist die Box leer. Und dann packen wir sie hier oben rein, dass der Platz wieder direkt belegt ist. Und dann holen wir hier alles raus. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Klick-Makro, was wir hier alles verkaufen wollen. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man hier nichts Falsches verkauft, weil ne, das sind Kappa-Items und sonstiges. So viel ist hier gar nicht drin. Ich glaube, ich habe alles. Gut. Und dann packen wir hier wieder mit Bild auf, Bild ab, ne? Springt mal hin und her. Packen wir die Box hier unten hin. Und dann fangen wir auch mit dem Verkaufen an. Ich habe durch die Trader, ich war bei 16,1 Millionen. Ich war durch die Trader, ja, habe ich schon 18 Millionen jetzt. Und jetzt schau mal, ne? Also, das ist das meiste Zeug, was ich hier verkaufen will. Jetzt kommt es drauf an, wie schnell wollt ihr verkaufen? Man hat eine begrenzte Anzahl an Slots. Das heißt, ja, man will natürlich das Maximum rausholen. Und ja, das heißt, undercut ich mehr, geht es schneller weg. Undercut ich nicht so krass, gehe vielleicht hier auf 27.000. Dann dauert es vielleicht ein bisschen, bis es verkauft ist. Es bleibt euch überlassen, wie viel Zeit ihr habt. In dem Fall, wir undercutten jetzt einfach mal. Immer mal, ihr seht, der Preis ändert sich immer. Wir undercutten jetzt immer mal um ein paar Rubel. Und hier oben eine Auto-Select-Simulator, ganz wichtig, immer drin haben. Und dann rein mit den Offers.
So, immer von oben nach unten. So, hier, keine Ahnung, da ist ein Item auf 12.000. Wir machen mal lieber 13.000, meine Rubel drunter. Das geht trotzdem recht schnell weg. Dann nehmen wir die Intelligence Folder, die gehen auch immer recht schnell. Und da können wir auch ein bisschen mehr rausholen. Wie gesagt, wenn ihr es wirklich eilig habt, dann undercuttet komplett. Aber so hier so in die Region reingehen, es verkauft sich eigentlich immer recht schnell. Ich mache das alles nicht in einem Aufwasch. Ihr seht schon, es geht weg. Ich mache das nicht immer alles in einem Aufwasch, sondern ich lasse halt Tag auf laufen. Und immer wenn ich mal rein tab oder am PC bin, dann verkaufe ich einen Schwung. Und so läuft es halt über den Tag. Und ihr seht, ne, hier ein bisschen was zu verkaufen. Und ich werde euch das jetzt einfach mal im Zeitraffer durchlaufen lassen, wie ich hier am Verkaufen bin, weil jetzt währenddessen, hier, ihr seht ja, es dauert ein bisschen. Und ich werde euch jetzt hier einfach mal den Verkauf einfach im Zeitraffer durchlaufen lassen. Und am Ende schauen wir, was das alles gebracht hat. So, der Großteil ist verkauft. Ein paar Sachen, ja, verkaufen sich ein bisschen schleppend, aber das geht dann schon weg mit der Zeit. Je nachdem, notfalls muss man halt mal was rausnehmen. Und ein paar Sachen sind halt übrig geblieben, wie zum Beispiel dieses Military Cable. Das hebe ich auf für einen Barter Trade. UV-Lampe, CPU geht direkter Trader, das hier geht direkter Trader. Und so einzelne Sachen, ne, die packe ich einfach zurück. So, keine Ahnung. Einzelne Items verkaufe ich einfach wieder, verkaufe ich später, wenn ich mehr davon habe. Deswegen, die packe ich hier einfach wieder zurück. Fertig. Werden behalten, gehen beim nächsten Mal weg und dann haben wir hier noch das ganze Zeug, das geht direkt an Trader. Das sind alles Items, die geben beim Trader genauso viel wie im Flea Market, von daher lohnt sich das gar nicht. Und dann kommen wir noch ein bisschen zur Stash-Pflege und zwar, ich habe hier meine Matboxen sind ein bisschen voll. Das heißt, wir können hier die Fountain Rate, hier Hemostats können wir verkaufen und grundsätzlich kann man immer IFAX verkaufen. Die geben beim Trader genauso viel wie im Flea Market, von daher können wir da auch ein paar weghauen. Und machen wir noch die Morphin hier, Fountain Raid, was soll's, vielleicht kaufe ich sie demnächst wieder, aber oh, das war ein bisschen schnell. Ihr seht, die ganze Zeit setze ich mein Makro ein. Des Weiteren habe ich hier noch ein bisschen was zu verkaufen von Essen. Squash verkaufe ich immer, Ayoinka, hier die Tarkola, den Wodka wird auch noch alles verkauft. Schaut mal hier noch in die Granatenbox, was es da so zu verkaufen gibt. Und zwar haben wir hier ein paar M67er, okay. Ich müsste mal ein paar, RGU-Granaten spielen. Da haben wir hier noch ein paar F1-Granaten, Fountain Raid, die hauen wir auch weg. Einfach für den Platz. Und einfach alles rüber hier. Zack, zack, zack. Haben wir noch ein bisschen was zu verkaufen. Weiteren kann man hier mal reinschauen oder irgendwelche Attachments, ob das voll ist. Und das einfach auch notfalls einfach zum Trader hauen. Platz ist wertvoll. Und wenn man schon dabei ist, ne, seid gnadenlos, so wie zum Beispiel die Magazine hier. Kann man weghauen. Des Weiteren nebenbei immer wieder ein bisschen Ammo kaufen, je nachdem, welche ihr halt haben wollt. Das mache ich auch immer offstream. Dann BP-Ammo natürlich ganz wichtig. M62 im Moment nicht so, weil die ist recht schwer. Die Ammo, die ich halt gerade benötige, BP, halt 8551 auch ein bisschen. Hier ist das. Zack, zack. Und ja, die ist leider immer ausverkauft, wie ich euch immer erzähle. Und dann hat man hier ein bisschen Ammo. Die räumen wir dann natürlich ein. Oder je nachdem, wann ihr halt Lust dazu habt, dann holen wir hier noch die Magazine weg. So, zack, zack, halt. Das war ein bisschen schnell. Zack, zack, Magazine weg. Kann man alles nachkaufen. Sind bloß Magazine. Man macht sich einen riesen Stress, wenn man solche Kleinigkeiten immer aufhebt. Wenn man die einfach beim Trader kaufen kann. Man macht ein paar Rubel Verlust und hat einfach überhaupt keinen Stress. Dann haut man das alles hier in die Ammo-Boxen. Je nachdem, wie man halt seine Ordnung hat. Und ja, das war es auch schon mit der Stash-Bereinigung. Da hat man hier wieder schön Platz, da oben in den Matboxen. Naja, zwar jetzt nicht so viel Platz, da haben wir noch die zwei Golden Stars, die nehmen wir auch noch raus. Drückt man nochmal auf den Sort-Button. Hier unten ist Platz. Und hier oben werde ich dann einfach nochmal ganz kurz alles verkaufen im Zeitraffer. Und dann ist der Stash clean.
So, verkauft ist alles. Und wenn ihr genau wissen wollt, was ich für wie viel verkauft habe und was ich vielleicht am Trader verkauft habe und was im Flea Market, haltet vielleicht einen Zeitraffer an oder lasst es langsam laufen. Wie gesagt, es wäre viel zu viel, auf jedes Item einzeln einzugehen. Jeder für sich muss da ein Gefühl für bekommen, wenn man Geld machen will in Tarkov, was man im Raid mitnimmt, was wie viel wert ist. Das müsst ihr euch einfach über Erfahrung, ne, einprägen und am besten im Kopf haben. Okay, das nehme ich mit, verkaufe ich an Trader, das nehme ich mit. Packe ich in die Junkbox und verkaufe es später im Flea Market. Und denkt dran, die Masse ist wichtig, ne? Jedes Item einzeln in Flea Market zu stellen. Wenn ihr zum Beispiel ein Waffenteil habt, ja, das müsst ihr dann einzeln anklicken, einen Slot in Flea Market verwenden, dann verkauft es sich vielleicht nicht. Macht euch darüber Gedanken. Es steckt auch immer Aufwand dahinter. Das heißt, über Masse verkaufen ist viel einfacher. Und deshalb habe ich jetzt hier auch einige wieder zurückgelegt. Die bleiben da jetzt auch, die werden beim nächsten Mal wieder verkauft, wenn ich ein paar mehr von den Items habe, dass ich gleich 3, 4, 5 oder mehr auf einmal verkaufen kann. Und dann belegt es auch bloß einen Slot, als wenn ihr bloß ein Item verkauft. Das heißt, denkt immer, da steckt Arbeit dahinter und deswegen, ja, verkauft es vielleicht direkt am Trader. Lasst es vielleicht einfach liegen, je nachdem, wie ihr das handhaben wollt. Das muss sich jeder für sich selber zurechtlegen, das System, und einprägen, und das kommt auch alles über viel Erfahrung, ne? Es geht nicht von Anfang an, das kommt alles mit der Zeit. Wir schauen jetzt natürlich noch, was das Ganze gebracht hat. Also 16,1 Millionen hatte ich am Anfang. Alles, was wir über einen Trader verkauft haben, ne? Seht ihr hier. Und jetzt haben wir das, was wir hier über Rackman im Flea Market verkauft haben. Jetzt schauen wir mal, wo wir landen. Es sind, ja, 22,6 Millionen, das heißt 6,5 Millionen. Haben wir Gewinn gemacht und dann kann man das Ganze hier noch ordnen, ne? Direkt zack, 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 dass das alles schöne Stacks sind und dann ab ins Money Case und dann haben wir das Ganze auch schon. Und ja, jetzt ist der Stash ready, ich kann mich gieren, ich kann mich hier aus der Versicherung gieren, da liegt natürlich noch das Zeug, wenn ich da was habe und bin ready für den nächsten Stream und so ist halt mein Stash ausgelegt, immer in dem Stream-Zyklus, ich ja, spiele täglich und das müsst ihr euch selber überlegen. Wie macht ihr das mit dem Stash-Management? Wann wollt ihr verkaufen? Wie gesagt, es ist, glaube ich, sehr nervig, insbesondere wenn man in der Gruppe spielt, dass es Leute gibt, die ewig in ihrem Stash brauchen, die alles in Boxen einzeln einräumen. Macht es nicht. Versucht es zu vermeiden. Keep it simple. Paar Boxen und macht das Ganze ja, für euch gut erreichbar. Und dass ihr, für mich ist es halt ausgelegt, möglichst wenig Zeit im Stash zu verbringen, möglichst schnell wieder in den Raid zu gehen. Und das ist vielleicht auch hilfreich für euch. Könnt ihr auch vielleicht an eure Teammates weitergeben, die immer viel zu lang brauchen. Das war's mit meinem, ja, sagen wir mal, Stash-Guide. Ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen, ein paar Tipps. Wie gesagt, das ist ein sehr individuelles Thema und einfach bloß, wie ich das mache. Und ja, könnt ihr euch vielleicht was abschauen und was für eure Stash-Ordnung übernehmen. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outside. Da würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, vielleicht ein Follow da lasst. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Und hier auf YouTube würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut. Bis dann.